Einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Dobry wieczór wszystkim. Ich heiße Sie im Namen des Christoph-Links-Verlags und der Heinrich-Böll-Stiftung ganz herzlich hier willkommen. Ich bin sehr froh, Ihnen heute Abend zwei interessante Menschen, hochinteressante Menschen und ein ganz wichtiges Buch vorstellen zu können. Die Menschen werde ich Ihnen gleich vorstellen. Das Buch haben Sie schon draußen gesehen. Russland hat eines der größten Strafjustizsysteme der Welt. Nach absoluten Gefangenenzahlen liegt es, so viel ich weiß, hinter den USA, China und Brasilien auf Platz 4. Und nach proportionalen Gefangenenzahlen, also der Anzahl Inhaftierter pro 1.000 Menschen oder 100.000 Menschen der Bevölkerung, ist es nach vielen Kleinstaaten, die in dieser Statistik auch eine Rolle spielen, auf Platz 20, aber in Europa einsamer, weit vorausreitender Spitzenreiter. Dieses Straflagersystem hat wie so viele, viele andere ein Mensch sehr intensiv erleben müssen. Über 7 Jahre lang, Wladimir Pereversin, den ich ganz herzlich begrüßen möchte. Herr Pereversin ist Ökonom, studierter Ökonom. Er hat kurze Zeit, noch in der Perestroika-Zeit, im staatlichen Sektor begonnen zu arbeiten. Ist 1991 ins Bankgeschäft gewechselt, war in den Jahren von 1999 bis 2002 für eine Yukos-Ölhandelsgesellschaft auf Zypern tätig, kam dann 2002 zurück nach Moskau, arbeitete weiter im Bankensektor und wurde im Dezember 2004 plötzlich verhaftet, unter Anklage gestellt. Die Anklage bestand darin, er habe im Rahmen einer kriminellen Vereinigung Öl von Yukos Förderfirmen im Wert von 13 Milliarden Dollar gestohlen. Am 1. März 2007 wurde er zu 11 Jahren strenger Lagerhaft verurteilt. Und nachdem es eine Strafminderung gab für dieses, eine Gesetzesänderung und das minimale Strafmaß verringert wurde, kam er nach etwas über 7 Haftjahren im Februar 2012 wieder frei. Unser anderer Gast ist Olga Romanova. Ich glaube, sie ist in Berlin und in Moskau schon eine große Bekanntheit, hat hier schon oft an öffentlichen Veranstaltungen teilgenommen. Sie ist eine bekannte Journalistin, Fernsehjournalistin und auch Printjournalistin, hat als Wirtschaftsjournalistin für Business Week gearbeitet, für Slonru, das Portal, und für viele andere wichtige Medien. Und sie hat, nachdem sie familiär auch intensiv mit dem Thema in Berührung geraten ist, im Jahr 2015 die Organisation Russidjaschaja, das einsitzende Russland auf Deutsch, gegründet, was innerhalb kurzer Zeit zur wichtigsten Unterstützungsorganisation in Russland für Strafgefangene, für von diesem System betroffene Menschen geworden ist und ist zugleich auch eine der Spezialistinnen für Fragen der Reform des russischen Strafsystems, des russischen Justizsystems. Ganz herzlich willkommen, Olga Romanova. Wir wollen im ersten Teil heute etwas über dieses Buch sprechen, Matrosenruhe. Sie wissen wahrscheinlich alle, Matrosenruhe meint nicht einen freundlichen Schiffsfriedhof und meint auch nicht, spielt auch nicht an auf die ukrainischen Matrosen, die nach dem Zwischenfall in der Straße von Kertsch und in irgendwelchen russischen Gefängnissen in der Untersuchungshaft sitzen, sondern meint das 1945 gegründete, sehr bekannte Untersuchungsgefängnis in Moskau, in dem auch Wladimir Pereversin eine Zeit lang verbracht hat, seiner Untersuchungshaft. Ich möchte Sie zu Beginn bitten, Herr Pereversin, dass Sie uns kurz
schildern, was im Jahre 2004 geschehen ist, wie sie hineingeraten sind in dieses System und wie sie diesen Gerichtsprozess erlebt haben. Herr Periversi. Всем добрый вечер. Ну, прежде всего, я хотел бы поблагодарить всех. Allen einen wunderschönen guten Abend. Als erstes möchte ich Ihnen dafür danken, dass ich die Gelegenheit habe, hierher zu kommen. Danke für Ihr Interesse. Danke für den Verlag dafür, dass mein Buch veröffentlicht wurde und insbesondere den beiden Übersetzern, Frau Kuvchinikov und Herrn Hoppmann, die hier sehr viel gearbeitet haben. Es ist so, dass viele Menschen, die in zivilisierten Ländern leben, wollen manchmal nicht glauben, dass das richtig übersetzt wurde und fragen, ist das richtig übersetzt worden? Ja, das stimmt. Es ist schwierig, das zu verstehen, was da beschrieben wurde. Einiges würde ich gerne sagen dazu, wie ich in diese Geschichte reingeraten bin. Ich war auf der mittleren Management-Ebene bei Jukos. Ich kenne Chodorkowski nicht oder kannte ihn nicht, habe ihn nie gesehen, getroffen. Ich war ein ganz normaler Mitarbeiter dieser Gesellschaft und man hat mir ganz entsetzliche oder unnormale Vorwürfe gemacht. Ich hätte 13 Milliarden Dollar für Erdöl mir angeeignet und 6 Monate lang hat man mir, also erstmal habe ich gebraucht, um zu verstehen, was man mir eigentlich vorwirft. Ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass man mich mit Hausarrest aus dem Gefängnis entlässt. Dann hatte ich später darauf gehofft, dass ich freigelassen werde. Ich habe bis zum Gerichtsurteil schon 2,5 Jahre im Gefängnis gesessen. So lange hat es gedauert, bis ein russisches Gericht mich dazu verurteilt hat, 11,5 Jahre verschärften Strafvollzug antreten zu müssen. Es heißt immer so schön, wenn wo gehobelt wird, fallen Späne. Und bei mir sind diese Späne 11 Jahre Gefängnis. Das Gefängnis ist auf seine Art ein Indikator für den Entwicklungsstand und der Zivilisation einer Gesellschaft, der erreichten Zivilisation. Alle Prozesse, die in der Gesellschaft, im Gefängnis ablaufen, sind im Prinzip hypertrophierte Spiegelung dessen, was in der Gesellschaft passiert. Und in vielen Ländern gibt es diese Gefängnissysteme und in Russland aber ist das Leben in den unterschiedlichen Strafkolonien nicht durch Gesetz geregelt, sondern dadurch, wie der Leiter dieser entsprechenden Strafvollzugseinrichtung das für richtig und wichtig hält. Das hängt von seiner Persönlichkeit ab, ob er arrogant ist, ob er verständnisvoll ist. Er bestimmt den Alltag im Lager. Und es gibt keine Öffentlichkeit, um solche Verwerfungen zu bekämpfen. Und aus diesem Grunde ist auch die Idee meines Buches entstanden. Leider ist mein Beispiel oder mein Prozess nicht der erste gewesen und es wird auch nicht der letzte sein. Ich bin ja schon relativ lange wieder in Freiheit, seit 2012. Und ich kann sagen, in Russland gibt es gute Gesetze, aber sie werden nicht eingehalten. Und früher gab es kaum politische Gefangene, aber in den letzten 7 Jahren will ich schon gar nicht mehr über die Gesetze sprechen. Es gibt also neue Gesetze, die sind furchtbar. Und es gibt zum Beispiel das Gesetz, das die Adoption von Kindern durch Ausländer verbietet. Es gibt zum Glück Menschen, die
helfen bei diesem Kampf mit diesem System, es zu entlarven. Und Olga Romanova hat hier die Organisation Sidzhechia Rossiya, sitzendes Russland oder Russland im Gefängnis, gegründet. Und das ist für uns ganz, ganz wichtig. Und vielleicht sollte jetzt Olga mal das Wort bekommen. Guten Abend. Wir haben den guten Zustand, dass Herr Perversin im Aufsichtsrat unserer Organisation ist. Und dank seines Engagements entwickeln wir uns sehr gut. Rossiya Sidzhechia ist eine relativ junge Organisation. Wir werden bald 11-jähriges Bestehung haben in diesem Jahr. Und wir sind eine von einigen Organisationen, die aus einer anderen Organisation entstanden sind, Crossroads. Dort sind sehr viele, die selber im Gefängnis waren. Und auch bei uns sind sehr viele ehemalige Gefangene. Und solche Organisationen wie unsere habe ich auch in sehr vielen anderen Ländern in der Welt gesehen, wo sich ehemalige Häftlinge, Gefangene vereinigen und denjenigen, die gerade entlassen worden sind, helfen oder auch noch welchen, die einsitzen, sie vermitteln zwischen den Angehörigen und ihnen. Und das ist jetzt natürlich interessant, wie Gesellschaft und der Staat diese Tätigkeit bewertet. Und es ist so häufig so, dass man das hochschätzt und sagt, ja, hier gibt es Hilfe für Leute, die Probleme haben. Aber in Russland werden wir verfolgt für unsere Tätigkeit. Und ich bin jetzt hier in Berlin und ich hoffe, dass ich nach Russland zurück kann. Aber die Chancen stehen im Moment schlecht. Ich weiß nicht, ob es in totalitären Staaten, ähnlichen Staaten, solche Organisationen gibt. Aber in nicht-demokratischen, wie zum Beispiel in Russland, gibt es so etwas. Und wir sind wahrscheinlich bei uns die Einzigen, denen nicht gedankt wird, sondern eher noch Steine in den Weg gelegt werden. Und wir machen also juristischen Beistand, wir helfen materiell, wir vermitteln Rechtsanwälte im Rahmen der Europäischen Kommission. Versuchen wir Kliniken zu überzeugen, dass sie Gefangenen helfen, also Legal Clinics, Verteidiger bereitzustellen. Unsere Mitglieder sind auch auf Gerichten bei politischen Prozessen, weil normalerweise, wenn bei uns Demonstrationen stattfinden, die gibt es immer noch in Moskau, werden die Leute hinterher massenhaft abgestraft und verurteilt. Wir gehen auch in Schulen und wir hoffen, dass wir auch weiter uns entwickeln können. Wir werden sehen, was letztendlich dabei rauskommt, aber wir sind noch da. Перед тем, что мы более детально будем заниматься вопросами работы России сидящей, я хотел бы еще спрашивать о некоторых деталях, о которых вы пишете в своей книге. Вы не один раз говорили о том и пишете в своей книге о том, как мы в течение этих лет не отказываетесь от собственных надежд, что с вами будет справедливость, что к вам относятся справедливо. Вы ожидали того, что вас в рамках судебного процесса после разбирательства, после того, как вы читали все документы, вы понимали, что это абсурдно все, что в принципе это недостаточно для приговора, а в течение многих этих лет вы были в тюрьмах. Я должен переключить на другой канал. Was Ihnen dann begegnet, möchte ich anhand einer kurzen Stelle kurz vorlesen. Ich weiß, dass man sich in große Gefahr begibt, wenn man sich als Häftling mit der Gefängnisleitung anlegt. In jeder Kolonie verhält sich die Leitung anders und alles entscheidet letztlich der persönliche Faktor. Ich weiß von zahlreichen gewaltsamen Abrechnungen mit Häftlingen.
Der Fall Alexei Paschunin aus Saratow zum Beispiel sorgte im Lager für Aufregung. Paschunin, ein junger Mann aus unserer Abteilung, war nach einem Gespräch mit dem Einsatzbeamten Ilya Kulikow die Treppe hinuntergefallen und gestorben. Ja, er hatte gewiss gegen die Lagerordnung verstoßen. Wahrscheinlich saß er auch zu Recht im Straflager. Aber das ist noch lange kein Grund, die Treppe hinunterzufallen. Wie systematisch war die Gewalt, die Sie erlebt haben im Gefängnis? War das ein alltägliches Ereignis und betraf es jeden? Wie konnte man sich dagegen wehren? Es ist ein geschlossenes System ohne Kontrolle und erlaubt jegliche Willkür und Straffreiheit. In diesem konkreten Fall war es in der Tat so, dass dieser Mensch die Regeln verletzt hat. Aber das ist kein Grund, ihn zu schlagen. Man hat ihn also wirklich grün und blau geschlagen. Und es ist leider auch kein Ausnahme, das passiert sehr häufig. Vor kurzem erst gab es einen Fall in Russland, der bekannt wurde, und das passiert immer wieder, als eine Notiz bekannt wurde, dass 15 Häftlinge einen Mithäftling foltern. Und es gab eine gesellschaftliche Organisation, die darauf aufmerksam gemacht hat, und es gab einen Rechtsanwalt, der die Möglichkeit gefunden hat, dass diese Häftlinge bestraft wurden. Aber ohne das wäre nichts passiert. Und sowas passiert jede Stunde in allen Strafvollzugskolonien und Lagern, dass hier straflos gefoltert wird. Die Gefängnisaufseher selber müssen keine Angst haben vor den Gefangenen. In dem einen war es besser, in dem anderen schlechter. Wovon hing das ab? Von der Gefängnisleitung? Wer bestimmt im Gefängnis, wie human oder wie inhuman es abläuft? Das Leben in jeder Kolonie kann sich unterscheiden von den anderen, wie alles organisiert ist. Das ist nicht vom Gesetz geregelt, sondern so, wie der Leiter der Einrichtung das für richtig hält. Und es ist total unterschiedlich. Aber insgesamt ist es ungesetzlich alles, es ist ohne Kontrolle, und das ist das System wiederum. Moment in Ihrem Buch ist die sehr nüchterne und irgendwie, ich fand, menschenfreundliche Beschreibung der Überlebensstrategien der verschiedenen Häftlinge. Sie schreiben, Ihrer Schätzung nach sind 30 von denen wahrscheinlich tatsächlich schuldig an den Verbrechen, der sie beschuldigt wurden. 30% sitzen nicht für das, was sie gemacht haben, und 30 sind unschuldig, so ungefähr, habe ich irgendwo gelesen. Aber sie haben einen ganz menschlichen Umgang entwickelt in vielen mit sehr harten Typen. Eine Stelle hat mich beeindruckt, wo sie ihren Bekannten Sujew beschreiben, der zum Zeitpunkt, als sie ihn kennenlernten, schon 25 Jahre saß oder so und noch weitere 15 Jahre vor sich hatte. Über ihn schreiben sie: Sujew kümmert sich gerade rührend um mich, geradezu rührend um mich. Er macht mir das Leben erheblich leichter. Auf seinen Schultern lasten 23 Jahre Lagerhaft für Raubmord und Fluchtversuch obendrauf. Er gilt automatisch als ausbruchsverdächtig. Von seinen 45 Lebensjahren hat er 28 hinter Gittern verbracht. Die letzten 10 unter strengen Haftbedingungen. Er genießt hier in seiner Umgebung höchsten Respekt. Wie er mir erzählt, sind jetzt schon mehrere Häftlinge zu ihm gekommen und haben ihm auf die Schulter geklopft. Klasse, alter Junge, wie du diesen Jukos-Typen an die Leine gelegt hast. Waren Sie ein besonderer Gefangener oder waren Sie ein Gefangener wie alle anderen auch?
In gewisser Weise war ich ein besonderer Gefangener. Man hat mich beobachtet, man hat mich kontrolliert, ständig. In manchen Abteilungen, in manchen Strafkolonien hat man den Häftlingen verboten, mit mir zu kommunizieren. Wenn jemand im Hof mich zum Beispiel ansprechen wollte, das habe ich zuerst gar nicht verstanden. Später hat man mir dazu erzählt, dass die Mitarbeiter und die Gefangenen, die mit der Verwaltung zusammengearbeitet haben, sie haben den anderen Gefangenen verboten, mit mir zu sprechen. Das war so ein System der Isolierung, um mein Leben noch schwieriger zu machen. Aber im Großen und Ganzen sah ich wirklich bessere Einstellung mir gegenüber seitens der Gefangenen als seitens der Aufseher. Und es war für mich immer einfacher, eine gemeinsame Sprache mit den Insassen zu finden, als mit der Verwaltung der Gefängnisse. Wobei es ist richtig, dass etwa 30% unschuldig sind, 30% sind nicht dafür verhaftet worden, wofür sie verhaftet werden sollten, und 30% sind unschuldig. Und der Mensch, von dem Sie gesprochen haben, Andrei Zuev, ist tatsächlich hat so ein Schicksal, dass er, als er 15 Jahre alt war, schon ins Gefängnis kam, und er sitzt für seine eigenen Verbrechen. Aber das ist immer noch ein hartes Schicksal, und ich bin mit ihm immer noch im Briefwechsel. Ich schicke ihm Päckchen und helfe ihm, weil er mich tatsächlich während meiner Haft unterstützt hat. Was eigentlich ein Geheimnis für viele Aufseher war. Man hat mir dann später erzählt, dass die Polizisten, dass die Mitarbeiter, dass die Aufseher immer gefragt haben, was hat er denn Gemeinsames mit diesem Zuev? Der ist ja ungebildet, der kann nicht mal richtig schreiben. Was haben sie da Gemeinsames? Und ja, diese Menschen werden nie verstehen, was menschliche Beziehungen sind. Russischen Gefängnis ist ein ausgefallenes System, ein ausgefeiltes System von Belobigungen, von Verdiensten, die man sich erwerben kann, und auch ein Erziehungssystem. An einer Stelle schreiben Sie, dass das aber alles nicht wirklich etwas nützt. Um es nochmal zu zitieren, man kann in der Produktion wie ein Sklave schuften. Man kann ein Musterhäftling sein und Belobigungen sammeln, aber das alles bedeutet rein gar nichts. Auf Bitten der Häftlinge habe ich zahlreiche Anträge auf vorzeitige Entlassung auf Bewährung geschrieben und habe auch die unbegründeten Absagen gelesen. Sogar wenn das Lager sich für einen Häftling einsetzt und es nur um eine geringe Verkürzung geht und der Häftling auch jede Menge Belobigungen vorweisen kann, keine Chance. Der Richter schaut nach und fragt, warum hat er nicht an den Laienkunstveranstaltungen teilgenommen? Warum hat er nicht gesungen? Warum hat er nicht getanzt? Antrag abgelehnt. Haben Sie sich auch Belobigungen gesammelt? Ja, zuerst war ich ein guter Insasse. Ich habe viel gearbeitet, geschuftet, und ich hatte viele Belobigungen, insbesondere auch für meine Arbeit und auch für diese Laienkunst. Ich habe sogar im Chor gesungen, und die Geschichte meiner Teilnahme an diesen Laienkunstveranstaltungen ist auch sehr interessant. Ich war, wie gesagt, in einer Strafkolonie und war zuerst unter der sogenannten Quarantäne. Man hat mich geprüft, und dann kam ich zur schlimmsten Abteilung. Die Häftlinge werden nämlich nach Abteilungen eingeteilt, in Abhängigkeit davon, wie gefährlich sie sein können. Und ich war in der härtesten Abteilung mit den schlimmsten Verbrechern. Und mit meiner Frist von 11 Jahren fühlte ich mich dort wie ein kleiner Junge. Man läuft eine Baracke durch mit 100 Personen, stellen Sie sich vor, und da gibt es Notizen an jedem Bett mit entsprechenden Artikeln des Strafgesetzbuches und Haftdauern, 23, 24 Jahren und so weiter. Also das waren wirklich schwere Verbrecher. Und in dieser Baracke hat einmal ein Dienstherr
einen Aufruf erklärt, alle müssen an diesen Laienkunstveranstaltungen teilnehmen. Da habe ich darauf verzichtet und der Leiter unserer Abteilung hat mich gefragt, warum willst du daran nicht teilnehmen, Perversien? Da habe ich gesagt, ich kann nicht singen. Man hat mir aber gesagt, das ist aber in deinem Interesse, denn ansonsten werden wir schreiben in deiner Akte, du befolgst nicht den Anweisungen der Verwaltung und das wird eine Strafe bedeuten und dann wirst du nicht vorzeitig freigelassen. Dann habe ich gesagt, okay, dann singe ich. Und als meine Frau erfahren hat, dass ich jetzt im Chor singen werde, dann dachte sie, das wäre ein Scherz. Aber tatsächlich, in dieser Strafkolonie gab es einen Wettbewerb, wer kann besser Chor singen. Jedes Jahr gibt es verschiedene Kulturjahre in unseren Strafvollzugsanstalten. Zum Beispiel im letzten Jahr war es das Jahr des Mitarbeiters des Diplomatiedienstes. Ich werde noch darauf eingehen. Ja. Stellen Sie sich also vor, es steht auf der Bühne eine Gruppe von Menschen, das sind reale Verbrecher, teilweise auch Schwerverbrecher. Sie wurden für 20, 30 Jahre ins Gefängnis geschickt und ich habe im Chor gesungen, wie von wegen, ich werde lange den Fahrrad fahren und so weiter. So waren die Zeilen in diesem Chor, in diesem Lied. Das ist natürlich alles verrückt. Aber das Verrückteste ist, ich habe mir das Publikum angeschaut und dort saßen die Aufseher und sie haben uns ausgewertet. Also wer ist hier Idiot? Wie kann man sich sowas vorstellen? Aber Menschen haben uns tatsächlich zugehört und wir haben übrigens den zweiten Platz genommen in diesem Wettbewerb. Ich könnte Ihnen jetzt vielleicht auch vorsingen, aber ich glaube, das wird Ihnen nicht gefallen. Aber das klingt idiotisch, aber das ist wahr, das macht man tatsächlich. Das nennt sich Erziehungsarbeit dort. Stellen Sie sich also vor, wie viel, woran denken diese Menschen in der Uniform und sie machen so einen Schwachsinn im Dienst. In der Straf- und Besserungskolonie, der Sinn ist eigentlich ganz anders, entgegengesetzt. Es geht nicht um die Verbesserung. Menschen werden noch schlimmer dort. Menschen verlieren ihren Glauben an die Gerechtigkeit und wenn sie rauskommen, dann sind sie total verloren. Sie haben einmal auch eine Filmaufnahme oder ein Kabarett organisiert mit sehr komischen Szenen, eine Präsidentenwahl und irgendwelche politischen Anspielungen. Können Sie das noch mal kurz erzählen? Ja, in einer der Strafkolonien, wo ich war, ich wurde ja immer wieder verlegt. Ich war insgesamt in 4 verschiedenen Gefängnissen, in 3 Strafkolonien. Mein Leben war da ziemlich hart. Aber wenn es um meinen Mord geht, dann sitzt man in einem Ort, dann arbeitet man in der Gefängnisbibliothek und fühlt sich sehr gut. Aber ich war politisch Gefangener und deswegen hat sich die Machtvertikale, die ja bei uns manuell gesteuert wird, so aufgebaut, dass alle Ermittler und Richter etwas von meinem Fall verdienen wollten. Und natürlich wollten das auch die Mitarbeiter der Verwaltungen in den jeweiligen Strafkolonien. Alle wollten mich irgendwie bestrafen. Und es war gerade dieses Jahr, das dem diplomatischen Dienst gewidmet wurde. Und da wollte man irgendwelche Erziehungsmaßnahmen oder Veranstaltungen machen. Und da war der Beauftragte für Erziehungsarbeit und er wollte so ein Stand-up-Wettbewerb machen bei uns. Und ein Kapitel in meinem Buch ist dieser Periode gewidmet. Ja, um welche Scherze und Witze und um welchen Stand-up-Comedy kann es Gefängnis gehen? Darüber können Sie allerdings im Buch nachlesen. Das ist ziemlich lustig und interessant. Im System. In Deutschland wissen das wahrscheinlich viele gar nicht, dass das russische Strafsystem ein militärisches System ist. Kein ziviles, sondern militärisch. Alle, die dort arbeiten, sind Militärangehörige. Es ist ein strenges Kommandosystem.
Aber auch Gefangene spielen in diesem Kommandosystem eine wichtige Rolle, die sogenannten Dienstler. Gibt es ein generelles Muster, wie ein Gefängnis aufgebaut ist, wie es funktioniert, wer oben ist, wer unten ist? Wie wird diese Hierarchie durchgesetzt? Ja, die Mitarbeiter der Gefängnisse sind tatsächlich beim Militär, das sind Militärangehörige, aber sie sind eben auch auf der untersten Ebene des Militärs. Das heißt, wenn sie schon nicht mehr zur Polizei taugen oder wenn sie auch dort gefeuert werden, dann gehen sie als Aufseher in die Strafkolonie. Sie sind deswegen alle sehr faul und ein Teil der Funktionen, der eigenen Funktionen, verleihen sie den Inhaftierten, die mit der Verwaltung somit zusammenarbeitet. Das ist schrecklich. Mit dir kann alles passieren. Du kannst getötet werden, du kannst vergewaltigt werden. Das passiert tatsächlich. Wie ich bereits beschrieben habe, ein Insasse wurde einfach zusammengeschlagen und man wollte ihn nicht töten, aber sie haben zu viel Kraft angewandt und seine Lunge war kaputt im Endeffekt. Und 3 Tage lang lag er im Krankenhaus am Sterben und in diesen 3 Tagen hat man ihn dazu gezwungen, dass er eine Notiz schreibt, dass er nichts gegen die Verwaltung der Strafkolonie hat, weil er selbst von dieser Treppe gefallen ist und somit seine Lungen beschädigt wurden. Stellen Sie sich vor, wie das aussieht. Natürlich gab es dann auch Häftlinge, die das bestätigt haben, dass er tatsächlich von der Treppe runtergefallen ist. Und wenn Sie die Statistiken zur Hand nehmen, da werden Sie sehen, wie viele Menschen, ungefähr 500 Menschen pro Jahr von Treppen in russischen Gefängnissen fallen. Etwa 500 Personen im Durchschnitt pro Jahr sterben, weil sie von der Treppe fallen. Ich möchte auch ein paar Worte über die Hierarchie in den Gefängnissen in Russland sprechen. Die russische Gesellschaft bis hin zur obersten Stufe der Hierarchie wiederholt die Gefängnishierarchie. Man könnte sich fragen, warum gibt es so viele Menschen in Putins Umgebung, die ehemalige Kriminelle sind, wie Prigozhin zum Beispiel, die keinen guten Ruf genießen? Oder warum ist es im Ermittlungskomitee so ein Skandal, dass so viele Menschen erst entlassen wurden, weil sie alle mit Chakro Molodoy verbunden waren? Das war ein Schwerstverbrecher in Russland. Und alle verstehen, das ist normal, weil das alles mit Gefängnis zusammenhängt. Was möchte der Leiter eines Gefängnisses? Er möchte Geld klauen, er möchte korrupt bleiben, er möchte damit Geld verdienen und er möchte Häftlinge als Sklaven verwenden. Früher hat man sie in die Baustellen geschickt, jetzt arbeiten sie für eine konkrete Person. Das ist der Leiter des Gefängnisses. Was braucht denn dieser Leiter, damit man ihn nicht stört? Er braucht, dass es keine Beschwerden gibt, dass es keine Prüfungen gibt. 1.500, 2.000 Menschen in einem Straflager. Wie mache ich denn, dass niemand sich beschwert, dass sich auch die Verwandten nicht beschweren, dass die Rechtsanwälte nicht erfahren und die Medien auch nichts? Wie mache ich das? Ganz einfach. Ich spreche es mit dem Dienstler ab, mit einem Kriminellen, mit dem wichtigsten Kriminellen, der in diesem Straflager sitzt. Und dann kommt es zum gegenseitigen Vorteil. Du, sage ich als Leiter des Gefängnisses, machst so, dass es keine Beschwerden gibt und ich gebe dir was. Das heißt, die Kriminellen selbst beachten, dass es zu keinen Beschwerden kommt, weil es eben zum gegenseitigen Vorteil ist. Der Leiter des Gefängnisses hilft dann diesen Kriminellen. Er hilft zum Beispiel, ihnen Alkohol, Drogen, Geld und so weiter zu verschaffen. Wie gesagt, das läuft alles zum gegenseitigen Vorteil. Die Mitarbeiter des Gefängnisses liefern verbotene Gegenstände, Handys, Internet und so weiter, alles, was sie wollen. Und die Kriminellen, sie überwachen alle anderen
Insassen, Inhaftierten. In vielen Fällen müssen die Mitarbeiter des Gefängnisses nicht mal etwas machen oder jemanden zusammenschlagen. In den meisten Fällen werden das die Inhaftierten selbst tun. Und gerade das wird auch auf anderen Ebenen der russischen Gesellschaft wieder reproduziert. Deswegen sind auch andere Ämter und Behörden mit Kriminalität verbunden. Das ist alles zum gegenseitigen Vorteil. Und wer etwas dagegen hat, ja, da werden schon aktive Personen sich finden. Sei es einiges Russland oder Junge Garde, verschiedene Jugendorganisationen. Dann noch eine Organisation, die heißt SERB und so weiter, eine sehr aggressive Organisation. Und sie werden dann zusammengeschlagen oder mit falschen Beschuldigungen angeklagt. Und das widerspiegelt alles die Gefängnishierarchie. Und das wird einfach in allen Ebenen der russischen Gesellschaft kopiert. Beide vorhin das Gefängnissystem auch als ein ökonomisches System beschrieben. Und Sie haben jetzt noch mal gesagt, früher arbeitete man für irgendwelche staatlichen Großbaustellen, heute für die Wirtschaft des Chasiain, also des Besitzers sozusagen, des Gefängnisses oder der Kolonie. Wenn Sie diese ökonomische Situation noch etwas beschreiben könnten. Und das Zweite, die Frage, wir lesen immer wieder hier, dass viele Zehntausende Privatunternehmer, Leute, die also ihr eigenes Business betrieben haben, mit irgendwelchen kleinen Sachen wirtschaftlichen Erfolg hatten, plötzlich im Gefängnis landen. Das sogenannte Rejdastwo, also eine massenweise Erpressung, und dass ihnen ihre Besitztümer weggenommen werden von Sicherheitsorganen oder von anderen Strukturen. Ist das auch eine ökonomische Funktion des Strafsystems? Es geht darum, dass nach der JUKOS-Affäre, die das erste große Sache im wirtschaftlichen Bereich 2003 war, alles in den Das, was in den Gerichten stattgefunden hat, in allen Untersuchungsausschüssen, in allen Städten, allen Gerichten, das wurde alle als Muster genommen. In Russland gibt es kein präzedenzielles Recht. Und es hat sich ein System entwickelt, wie man hunderte und tausende Gerichtsverfahren aufgezogen hat, um Unternehmer ihres Eigentums zu berauben. Es gibt ein anderes Beispiel, und zwar die Entkulakisierung in den 20er Jahren, als die Sowjetmacht den Bauern, den Großbauern ihr Eigentum genommen hat und sie nach Sibirien verschickt hat. Und das war eine massenhafte Erscheinung. Und hier passiert das wieder. Zum Beispiel wurden Konkurrenten so ausgeschaltet über Vertreter der Polizei und der Armee, die hier aktiv wurden und des Justizsystems. Und in den letzten 10 Jahren haben wir ein interessantes System in der russischen Wirtschaft. In Russland gibt es kaum noch privates Unternehmertum als solches. Es gibt das große Geschäftsleben, das vom Staat im Grunde kontrolliert wird. Dann gibt es die mittlere Geschäftsebene, wird kontrolliert von ehemaligen Vertretern der Streitkräfte, der Polizei, der Justiz. Und es gibt Kleinunternehmer, aber das sind Zelte, wo irgendwelcher Kleinkram verkauft wird. Aber selbst hinter diesem kleinen Einkaufszelt steht ein Polizist dahinter, der seinen Anteil abschöpft. Und das ist nicht wenig. Und deshalb können wir kaum davon sprechen, dass es das Geschäftsleben oder dass die Geschäftsleute verfolgt werden.
Es gibt bei uns die Expropriierung der Expropriateure. Das Geschäftsleben ist zum Stehen gekommen und die Leute, man schaut danach, wer wird wofür eingespritten. Es geht so weit, dass zum Beispiel die Staatsanwälte die Untersuchungsführer ins Gefängnis bringen und die Gerichtsaufseher und hinter allem steht noch der FSB. Wofür kämpfen die? Die alle kämpfen um das, was noch übrig ist nach dieser ganzen Korruption. Was weiterkommt, das kann man ganz schwer sich vorstellen. Es findet ein interner Kampf statt, der sich immer weiter verschärft. Und es werden immer weniger Menschen, denen man was wegnehmen kann, weil man letztendlich allen schon alles weggenommen hat. Und deswegen werden die Opfer auch immer größer. Es gibt schon ein Dutzend Gouverneure. Es gibt vielleicht noch 20 Oligarchen, die man so nennen kann. Und das jüngste Beispiel ist aus dem März ein Überfall auf eine Bank, Baden-Vostok. Da gab es also in Investmentbereiche Franzosen, Engländer, Franzosen. Die sitzen jetzt in einem russischen Gefängnis. Und das verdirbt natürlich unheimlich das Ansehen Russlands. Zum Beispiel ein Amerikaner, der jetzt viele Jahre in Russland gearbeitet hat, hat mir erzählt, dass sein Kollege der letzte Bankier in Deutschland ist, der noch vertrauenswürdig arbeitet. Also wir sehen das jetzt jeden Tag im Fernsehen. Es machen alle so, alle nehmen teil an diesem Spiel. Und das ist dann auch die Erklärung, wenn jemand fragt, warum ist das so in Russland? Gefängnissen Geld verdienen? Sie haben ja an vielen Stellen arbeiten müssen, alles Mögliche machen müssen. Wurde damit richtig Geld verdient von irgendjemand? Ich habe tatsächlich gearbeitet, aber wie ein Sklave. Also die Gefangenen verdienen nichts. Man durfte atmen, frische Luft schnappen, das war die Belohnung, aber auch nicht immer. Man nimmt den Menschen alles weg und man verkauft auch den Gefangenen alles. Aber können andere damit Geld verdienen? Ja, wenn Sie jetzt die Zusammenarbeit mit der Lagerverwaltung meinen. Ja, hier gibt es ein System des Verkaufs im Gefängnis. Es ist so wie in der gesamten Gesellschaft und es finden die Prozesse statt, die auch in der Freiheit stattfinden. Wir hatten furchtbare Formen in dieser Beziehung. Man hat alles verkauft, was ging. Also verkauft wurden im System Auszeichnungen, Belobigungen, vorzeitige Entlassungen. Für alles, was man haben wollte, musste man irgendwas hergeben. Und wenn zum Beispiel Strafen erteilt wurden, dafür, dass man irgendwas nicht getan hat, oder man konnte auch belohnt werden, wenn man dafür bezahlt hat. Die Korruption ist überall. Wenn zum Beispiel jemand belohnt wurde, dann gab es die Aktivisten. Und in der letzten Kolonie, wo ich war, kam zu mir der Leiter des Lagerbereichs. Der hat sofort zu mir gesagt, was kostet eine vorzeitige Entlassung, wie viel muss man dafür bezahlen. Aber das ist natürlich alles nicht offiziell, sondern das geht auf die persönlichen Konten irgendwelcher Strohmänner oder der Gefängnisaufseher. Und dann, wenn eingezahlt wird durch die Verwandten, dann bekommt man eine Belobigung oder irgendetwas anderes.
Stellen Sie sich mal die Kleinstadt Pakrov vor, da kennt jeder jeden. Wenn ein Gefängnisaufseher dort läuft, rumläuft und der Staatsanwalt, die Richter, alle kennen sich untereinander, alle sprechen alles ab. Die sind im Prinzip alle eine große Ganovenbande. Also irgendjemand verdient immer Geld, dass die Lagerverwaltung durch Betrug, Erpressung, ehrlich gesagt, aber der Gefangene kann nichts verdienen. Im Betrieb, im Arbeitsbereich des Unternehmens zum Beispiel Ziegelsteine herstellen. Ich habe da vielleicht 300 Rubel, also 5 Euro im Monat verdient für meine schwere Arbeit. Sie haben Ihr Buch ja schon vor einigen Jahren geschrieben, ist auf Russisch 2015 oder 16 rausgekommen. Was ich daran bemerkenswert fand, als ich es gelesen habe, Sie beschreiben unglaublich viel Willkürerfahrung und Hilflosigkeitserfahrung, aber Sie sind offenbar nicht zum Zyniker geworden, sondern Sie beenden Ihr Buch mit dem Aufruf zur Reform. Ja? Und Sie sind jetzt im Vorstand oder im Beirat von Russit Yasher, um, wie Sie auch schreiben an einer Stelle, mitzuhelfen, dieses System, was so unglaublich unmenschlich ist, aber auch so unglaublich unnütz oder nur schädlich, um es zu reformieren. Kann man das, was Sie hier beschreiben, kann man das reformieren? Und wenn ja, was würde Ihnen einfallen? Womit müsste man beginnen, um in einem Land, das so eine Tradition hat, auch so eine viele Jahrzehnte lange, um nicht zu sagen, noch ins Zarismus zurückreichende Tradition der Straflager über das ganze Land, dass ja doch viele Traditionen fortwirken. Wo kann eine Reform ansetzen? Ersten, fangen wir mal an mit dem russischen Zaren. Die Begründer dieses Systems, also da muss ich mal für ihn eintreten, Lenin, Stalin, die haben ja selber beim Zaren eingesessen, in Gefängnissen, die waren in der Verbannung. Und so wie die ihre Erinnerungen aufgeschrieben haben, zum Beispiel Nadjezhda Krupskaya, die mit Lenin in der Verbannung in Schuschenskoje war, seine Frau. Und sie hat zum Beispiel in der Verbannung auf ihrem Flügel aus Krasnojarsk gespielt. Und das ist ganz schwer, das kann man eigentlich nicht vergleichen. Also die sowjetischen Gefängnisse waren schon etwas anders. Was die Reform anbelangt, wenn man ehrlich sein soll, das ist ein Strafvollzug. Wir kennen ja gute und schlechte Erfahrungen aus verschiedenen Ländern. Man müsste jetzt für den Strafvollzug 2 Dinge beachten für die Zukunft. Man müsste dieses Amt aus dem Bereich dieser militärischen Strukturen überführen. Sie müsste einen zivilen Status bekommen, weil das widerspricht sich schon von vornherein. Und es müsste in diesen Bereichen, wo Gefangene sind, auch ganz viele Spezialisten geben, Ärzte, Psychologen und so weiter. Und das Zweite, die Gefängnisse müssten in die Verwaltung der lokalen Verwaltungen übergehen. Und das Problem ist, dass diese Gefängnisse und Lager Staat im Staate sind in Russland. Da kommen auch die Verteidiger, die Rechtsanwälte nicht hin. Man muss das regional organisieren. Die örtlichen Behörden müssen beteiligt sein an der Kontrolle dieser Lager. Es muss so sein, dass Menschen, die eingesessen haben, auch dann einen guten Übergang finden ins zivile Leben in dieser Region. Und das Dritte, diese Städten, diese Gefängnisse und Lager müssen geöffnet werden für gesellschaftliche Kontrolle. Das findet nämlich nicht statt. In Frankreich zum Beispiel gibt es 1000
200 Organisationen. In Deutschland ist das vergleichbar, sind ein paar weniger. In Russland gibt es so etwas gar nicht. Und das kann man alles ganz einfach organisieren. Dafür braucht man nicht große Veränderungen, keine Aufwendungen in Milliardenhöhe. Warum wird das nicht gemacht? Es fehlt eine Einzelheit und das ist der politische Wille. Weil niemand diesen politischen Willen erbringen möchte. Man könnte mit den Fingern schnipsen und man könnte ganz viel schaffen. Zum Beispiel in diesem Jahr hatten wir diesen Skandal mit den Folterungen. Es gab Anhörungen im Europäischen Gerichtshof, bei der UNO. Aber Matwienko redet auf einmal mit den gleichen Worten, mit denen, die ich normalerweise. Dieser Matwienko, ja, mach doch. Plötzlich hat er auf einmal wieder Nein gesagt, die Tür zugeschlagen. Ich verstehe das. Das sind Dinge, vor denen, es muss Dinge geben, vor denen die Menschen Angst haben. Wovor soll sich das System zu reformieren? Ich stimme mit Olga vollkommen überein. Man kann in der Tat, indem man die Leiter dieser Einrichtung zu Zivilpersonen macht, schon einiges tun. Das würde wahnsinnig vieles ändern. Die tiefgreifende Reform ist schon dadurch möglich, dass man einen zivilen Leiter hat und ein offenes System und ab morgen wird alles besser. Das ist natürlich für die Führung des Staates nicht gut oder nicht günstig, weil sie verlieren ein Element, die Menschen in Angst und Schrecken zu halten. Wenn die Lager offen und kontrolliert sind oder kontrolliert werden, gibt es keine Folterung mehr, aber man will natürlich die Menschen kontrollieren und manipulieren und dazu braucht man diesen Angstfaktor. Russland im Europarat bleibt oder nicht? Die Stimmrechte Russlands in der Parlamentarischen Versammlung des Europarats wurden nach der Annexion der Krim entzogen. Als Racheaktion oder als Aktion, jetzt Druck aufzubauen, hat Russland seither die Zahlung seiner Beiträge eingestellt und nach den Regeln des Europarates müsste Russland eigentlich ab dem Sommer den Europarat verlassen. Es gibt dazu viele Verhandlungen. Wie sehen Sie die Rolle der Mitgliedschaft Russland im Europarat? Ich erinnere mich an Mitte der 90er Jahre, als auch damals darüber hart diskutiert wurde, über die Aufnahme Russlands, das war die Zeit der Tschetschenienkriege, über die Aufnahme Russlands in den Europarat. Damals hoffte man, das wäre ein wichtiger Schritt zur Zivilisierung der politischen Macht und zur Zivilisierung und Reform des Justizsystems. Haben sich diese Hoffnungen in gewisser Weise erfüllt? War die Hoffnung gerechtfertigt? Und wie sehen Sie die Frage der russischen Mitgliedschaft heute? Leider haben sich die Hoffnungen der 90er, wenn man sich an die 90er erinnert, und wenn man das heutige System sieht, Wladimir hat sehr genau beschrieben, als er aus dem Gefängnis rausgekommen ist, 2012, das war auch noch mal eine Zeit der Proteste und eine Zeit der Hoffnung. Und damals hatten wir gute Gesetze und sie werden nur schlecht eingehalten, sie werden schlecht angewendet. Aber jetzt sagen wir das auch nicht mehr so, weil das ist 7 Jahre später und unsere Gesetze sind furchtbar, grauenerregend. Wir sind ganz weit zurückgeschritten. Wir sind schon vor den 90ern angekommen. Wir reden schon nicht mehr von Gefängnissen, sondern von Gefängnispsychiatrie, so wie man das in den 60ern, 70ern mit den Dissidenten gemacht hat.
es passieren viele einfach unmögliche Dinge. Was die Mitgliedschaft Russlands im Europarat anbelangt, so ist ein Verlassen dieses Rates durch Russland, würde bedeuten, dass die russischen Bürger komplett die Möglichkeit verlieren, einen Zugang zur europäischen Rechtsprechung zu haben. Weil Russland ist Mitglied der Europäischen Menschenrechtskonvention und das ist die allerletzte Instanz, an die sich russische Bürger wenden können. Und Konstantin Makin, ein Rechtsanwalt unserer Organisation, hat einen großen Prozess gewonnen. Es gab mehr als 60 Personen, die eine Klage eingereicht haben, und zwar alles Offiziere, alle Putin-Anhänger. Das waren ehemalige Militärangehörige, denen man ihre Dienstwagen weggenommen hat, und die haben eine Sammelklage eingereicht. Und dieser Prozess wurde gewonnen. In diesen 6 Jahren hat sich bei diesen Offizieren die politische Haltung vollkommen verändert. Sie kommen jetzt von selbst von uns. Sie sind jetzt davon einfach auch überrascht gewesen, dass die Europäer für sie eintreten, damit sie nicht mit ihren Familien auf der Straße sitzen. Also der Europa hat sich für ihre Menschenrechte eingesetzt. Sie haben ja Russland lange Jahre gedient, aber man hat sie auf die Straße gesetzt. Aber das ist noch nicht alles. Sehr viele Menschen verstehen in Russland noch gar nicht, was sie alles verlieren können. Sie sprechen von der Geopolitik, von der Krim, von Sanktionen, kein Käse in den Geschäften und so weiter. Aber es gibt noch ein sehr wichtiges Detail. Wir verlieren ja nicht nur Käse, sondern auch Gerichte. Wir verlieren die Justiz. Das ist die letzte Instanz, die oberhalb des russischen Oberstgerichts steht. Und das ist die internationale Unterstützung. Das ist eine Katastrophe, die niemand in Russland noch so wahrgenommen hat. Jukos Angelegenheit ist ja in verschiedenen Fällen schon vom Europäischen Gerichtshof gelandet. Haben Sie selbst an irgendeiner Stelle Kontakt gehabt mit dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg? Haben Sie Ihren eigenen Fall dorthin bringen wollen? Und wie sehen Sie die Rolle? Haben Sie irgendjemand getroffen in den Gefängnissen oder Straflagern, der überhaupt Bescheid wusste über diesen Gerichtshof? Die Mehrheit der Insassen sind ungebildet und sie hatten nicht mal die Möglichkeit, eine Berufung in Russland zu stellen. Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte, das klingt wie Mars, wie ein anderer Planet für die Mehrheit der Häftlinge. Ich habe dort natürlich auch geklagt, aber leider wurde meine Klage nicht geprüft aus mehreren Gründen. Das war natürlich eine Katastrophe für mich. Darauf habe ich gehofft und das half mir tatsächlich, im Lager zu überleben. Wenn man mir gesagt hätte, ob du ganz sicher bist, dass im Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte dir Recht gegeben wird, dann hätte ich natürlich gesagt, ja, ich bin hundertprozentig sicher, aber aus formellen Gründen konnte meine Klage dort nicht eingereicht werden. Das war natürlich sehr traurig für mich. Aber die Tatsache, dass wir dort jetzt ausgeschlossen werden, das ist natürlich eine Katastrophe. Das ist wirklich die letzte Instanz, wo wir trotzdem Hilfe suchen können. Ich glaube, Sie haben einen guten Eindruck bekommen über die sowohl die persönlichen Erfahrungen von Wladimir Pereversin als auch über diese unglaublich schwierige, schlechte und komplexe Situation im russischen Strafjustizsystem. Ich möchte Ihnen jetzt die Gelegenheit geben, selbst zu kommentieren und Fragen zu stellen.
Bitte schön, hier vorne, Eckhard Maas. Wir brauchen das Mikrofon wegen der Übersetzung. Ja, hier stehen zwei Saalmikrofone. Ja, ich habe eine sehr konkrete Frage. Und zwar bekämpfe ich gerade dagegen, dass Deutschland tschetschenische Flüchtlinge an Russland ausliefert. Und halte mal das Gegenargument des Auswärtigen Amtes. Ja, Russland garantiert, dass in den Gefängnissen die europäischen Menschenrechtskonventionen eingehalten werden. Gibt es in Russland Gefängnisse, die besser sind? Welche sind die schlechtesten? Und gibt es Gefängnisse, in denen die europäischen Menschenrechtskonventionen eingehalten werden? Wir können ja zwei, drei Fragen sammeln. Bitte hier vorne die Dame. Ja, gut. Das Interesse ist an einer direkten Antwort. Olga Romanova, wir haben gerade vor der Veranstaltung zu dem Thema gesprochen. Der Rücktransport tschetschenischer Flüchtlinge nach Russland und die Situation in den Gefängnissen dort. Okay. Gibt es Gefängnisse, in denen die Menschenrechtskonvention eingehalten wird? Nein, es gibt solche Gefängnisse nicht. Ich würde eigentlich dem zustimmen und ich würde dem russischen Außenministerium nicht trauen. Nein, alles ist schrecklich und überall. Und das, was Sie sagen, ist Lüge. Diese Rückkehr jeden Tag in Deutschland beschlossen wird. Unter anderem geht es auch um Tschetschenen, die von Kadyrov verfolgt werden. Und für sie ist es noch gefährlicher, zurück in die Heimat zurückzukehren. Und dass die Beschlüsse der deutschen Gerichte besagen, dass die deutsche Botschaft in Russland die Bedingungen dort kontrollieren wird. Natürlich wird diese Bedingung nicht erfüllt. Und wir kennen ganz viele Fälle, wo Menschen in Tschetschenien in den Gefängnissen einfach verschwinden. Ja, ja. Andererseits, ich weiß nicht, wie viele Mitarbeiter in der Botschaft das sein sollen und wie kühn diese deutschen Mitarbeiter der Botschaft sein sollen, dass sie jetzt nach Tschetschenien aus Moskau reisen und dort die tschetschenischen Gefängnisse prüfen. Daran glaube ich nicht. Oder vielleicht fahren wir zusammen mit diesen Mitarbeitern der deutschen Botschaft. Ich habe eine Frage. Sie haben ja jetzt über sehr schlimme und katastrophale Zustände in den russischen Gefängnissen berichtet. Aber trotzdem habe ich den Eindruck, dass Sie sich beide Russland sehr verbunden fühlen, also dass Sie Patrioten sind und Patriotinnen. Welche politische Partei hat denn Ihre Unterstützung? Was wählen Sie? Sind Sie mehr so für den Nawalny, der ja auch ganz oft im Gefängnis ist und der ja aufgrund seiner Vorstrafen nicht kandidieren kann als Präsident? Oder sind Sie mehr so für den Tschirinowski? Kommunistisch sind Sie wahrscheinlich nicht, weil Sie haben ja für Jukos gearbeitet. Was ist da so Ihre politische Präferenz? Weil ich denke, Reformen sind möglich durch eben einen politischen Wandel. Und dann habe ich noch eine Frage zu Ihren Erfahrungen. Haben Sie da irgendwie auch persönliche Rachegelüste oder irgendwelche Emotionen, die Sie nicht bewältigt haben? Gut, es gilt das Wahlgeheimnis, aber gibt es politische Optionen in Russland unter den derzeitigen Bedingungen, die Sie bevorzugen? Wer möchte antworten? Ja, um welche politischen Bedingungen im Gefängnis kann es gehen? Ich glaube, ganz Russland ist jetzt ein großes Gefängnis, eine ganz, ganz großes Lager. Ich habe Herrn Nemtsov unterstützt. Leider wurde er ermordet. Ja, Boris Nemtsov hat übrigens ganz viele Gefängnisse besucht, zusammen mit uns. Wir waren oft zusammen auf Reisen und er hielt das für seine Aufgabe. Was die politischen Kräfte in Russland anbelangt, wissen Sie, in unserer Organisation Russland hinter Gittern arbeiten wir mit allen politisch Gefangenen.
Wer sind denn diese Menschen? Das sind Menschen, die mit Nawalny zusammengearbeitet haben. Das sind russische Nationalisten, die eine ganze Reihe... Wir haben eine ganze Reihe von russischen Nationalisten unterstützt im Gefängnis. Nicht, weil wir ihre Ideen teilen, sondern weil wir dagegen sind, dass Menschen für ihre Worte ins Gefängnis kommen. Wir arbeiten auch mit der sogenannten Maltsev-Organisation. Das sind halb verrückte Personen, Anarchisten und so weiter. Sie mochten Putin nicht, sie wollten auf die Straße gehen. Und vor 2 Jahren, nur weil sie das machen wollten, sind jetzt die Hälfte auf der Flucht, die Hälfte im Gefängnis. Die Situation in Russland ist sehr besonders. Und wir schauen da nicht genau auf unsere politischen Vorlieben. Wir sind für Zeugen Jehovas, wir sind für Hizbullah Tahrir, wir sind für alle Menschen, die ins Gefängnis geschickt werden. Ich bin Atheistin zum Beispiel, aber ich unterstütze auch Menschen, die an Gott glauben, wenn das nicht gegen Gesetz ist. Und ich bin jetzt gegen Islamischen Staat, aber ich bin dagegen, dass jetzt ein kleines Mädchen, die sich verliebt hat und in die Türkei fuhr und jetzt hat sie 5 oder 6 Jahre Knast bekommen. Dagegen bin ich. Ich bin strikt dagegen, dass sie jetzt ins Gefängnis geschickt wird. Man hat gesagt, sie ist Befürworterin des Islamischen Staats. Nein, ist sie nicht. Das hat man nicht bewiesen. Ich bin dagegen. Und wenn ich in Russland bin, dann gehe ich auf alle möglichen Demos, aus allen Gründen eigentlich. Aber das bedeutet bei weitem nicht, dass ich irgendwie Menschen mir aussuchen soll, die ich schützen werde. Wir sind gegen alle Verhafteten, wir unterstützen alle, die nach den Prinzipien von Amnesty International unterstützt werden sollen. Wir arbeiten auch mit Memorial zusammen und das ist auch sehr wichtig für uns. Und wir sagen immer, unsere Organisation arbeitet in international anerkannten Grenzen der Russischen Föderation. Das ist auch wichtig. Deswegen werden wir auf jeden Fall politische Gefangenen weiterhin schützen, sei es Krim-Tataren oder Menschen aus der Sentsov-Liste. Aber wenn sie jetzt auf der Krim ein Huhn oder sowas geklaut haben und sie haben dafür 10 Jahre bekommen, das ist das Gebiet des anderen Staates. Dort arbeiten wir nicht. Nach Rachegelüsten. Ich möchte noch eine persönliche Frage anschließen. Wenn Sie heute nach Russland fahren, was Sie immer noch machen, Sie sind ja russischer Staatsbürger, Sie leben derzeit in Berlin, aber Sie sind häufig in Moskau. Welche Perspektiven haben Sie in Russland? Ich bin relativ oft in Russland unterwegs. Ich bin nicht böse den Menschen, die mich ins Gefängnis geschickt haben, gegenüber. Ich habe eher so ein Ekelgefühl. Rache ist etwas anders. Ich bin russischer Patriot. Ich möchte, dass ich etwas Gutes für Russland mache. Aber um etwas Gutes zu machen, muss man es besprechen. Man muss darüber schreiben. Und das ist das, was ich mache. Was meine Aussichten in Russland anbelangt, naja, meine Aussichten sind wieder ins Gefängnis zu gelangen. Das ist wahrscheinlich alles, was mich erwartet. Ich kann leider keinen Job in Russland bekommen, weil dieser Stempel jetzt in meinen Dokumenten, das beeinflusst selbst meine Verwandten. Zum Beispiel mein Sohn ist sehr gut ausgebildet. Aber da er ja Sohn des Volksfeinds ist, haben Menschen einfach Angst, ihn einzustellen. Und das Problem existiert immer noch, leider. Zentrum Liberale Moderne. Ich möchte gern von euch noch mal 2, 3 Zahlen hören, weil ein Problem ist ja auch schlichtweg die Größe, die Größenordnung der Menschen, die verurteilt sind. Das ist also das russische Strafsystem, übrigens so wie auch in der Ukraine früher, so aussieht, dass wer einmal vor Gericht landet, dann auch zu 97% oder 98% verurteilt wird, was zu einer riesig hohen Zahl von Lagerinsassen führt.
wahrscheinlich, wenn man mal vergleichen würde, die deutschen Zahlen von Gefängnisinsassen im Verhältnis zu den 80 Millionen, im Verhältnis zu russischen, käme man zu exorbitant hohen Zahlen. So im Sinne, dass im Sinne einer Reform es ansetzen würde bei Gerichtsverhandlungen, wo es tatsächlich eine Verteidigung und eine Chance auf Freispruch gibt, was es vom System her nicht gibt. Das Zweite, was ich gerne noch mal ansprechen wollte, ist der Europarat. Ich habe 8 Jahre lang in der Parlamentarischen Versammlung vom Europarat gesessen. Und es gibt ein Dilemma. Es gibt das Dilemma, dass für russische Staatsbürger der Europäische Menschenrechtsgerichtshof die einzige Instanz ist außerhalb von Russland, die angerufen werden kann. Und selbst wenn inzwischen die Duma entschieden hat, dass die Gesetze und die Entscheidungen nicht mehr umgesetzt werden oder es nur ganz läppische Geldstrafen und Entschädigungen gibt, geht es natürlich um ein gewisses Gefühl, dass es noch Möglichkeit gibt, Recht zu bekommen. Auf der anderen Seite gehört zum Europarat natürlich auch die Parlamentarische Versammlung und der Europarat selber. Und bei den jetzigen Verhältnissen verschiebt sich die Zahl der Abgeordneten, die im Europarat sitzen, so, dass die Staaten, die kein Interesse mehr haben an demokratischen Veränderungen, in der Regel die Mehrheit haben. Das bedeutet, schon lange wird nicht mehr von demokratisch gesonnenen Abgeordneten entschieden, wer als Berichterstatter zum Beispiel nach Russland geht, nach Tschetschenien. Das entscheiden inzwischen die unter sich, die sich gegenseitig schützen. Also Türkei, die kein Interesse daran hat, dass Missstände aufgedeckt werden. Russland, Aserbaidschan mit einer ganz anderen Agenda. Das heißt, wir haben eine parlamentarische Versammlung, aus der keine politischen Statements mehr kommen, die der Idee des Europarats gerecht werden. Und das ist ganz problematisch, weil damit natürlich die eigentliche Idee des Europarats und die Geschäftsgrundlage weg sind. Und diese beiden Dinge müssen gegeneinander abgewogen werden. Ich habe keine feste Entscheidung dazu. Ich kann nur sagen, es ist ein großes Dilemma und ich sehe, dass der Europarat selber seine Funktion nicht mehr erfüllt. Ja, vielen Dank. Ich glaube, dieses Thema Unterminierung des Europarates ist sehr wichtig. Ich würde die erste Frage noch mal eingehen wollen. Wir haben ja hier, und es war auch ganz bewusst heute, mehr über das Gefängnis- und Straflagersystem gesprochen als über das Gerichtssystem. Aber das ist natürlich die andere Seite der Medaille oder das unmittelbar vorgelagerte Stufe. Valodja Beriversin, haben Sie in den ganzen Gerichtserfahrungen, die Sie gemacht haben, Professionelle erlebt? Oder war das ein einziger Albtraum? Weil Sie schreiben immer mal wieder, über Leute, die machen einen gebildeten Eindruck, scheinen gute Juristen zu sein. Also gab es Momente, wo Sie die Hoffnung hatten, doch, hier sind Profis am Werk, die werden schon meinen Fall richtig urteilen? Und welche, würden Sie das genauso freundlich optimistisch sagen wie über das Straflagersystem, dass man das eigentlich ganz schnell reformieren kann, wenn man ein bisschen politischen Willen hat? Ja, auf jeden Fall. Die Richter, die Entscheidungen treffen, sie sind natürlich juristisch gebildet und sie verstehen ganz gut, was sie da alles anstellen, was sie da alles machen. Aber wir sehen so gut wie keine Freisprüche. Weniger als 1% werden freigesprochen. Und trotzdem, wenn irgendein Fall durch Schworengericht
verhandelt wird, so haben wir etwa 20% von Freisprüchen. Und auch das gefällt der Regierung nicht, weil da alles manuell gesteuert werden muss. Und es gibt auch Mechanismen, wie man die geschworenen Gerichte manipulieren und beeinflussen kann. Es gibt Menschen zum Beispiel, die zu Geschworenen werden, die das gar nicht dürfen. Dann gibt es Verstöße in der Prozessordnung. Und wenn irgendeine falsche Entscheidung getroffen wird, was der Regierung nicht gefällt, so wird diese Entscheidung einfach nicht erfüllt. Eingesetzt wird. Das entscheidet unser Strafgesetzbuch. Es gibt eine bestimmte Kategorie der Verbrechen, die im Geschworenengericht verhandelt werden dürfen. Die wirtschaftlichen Verbrechen dürfen dort leider nicht verhandelt werden. Wobei mein Fall war eigentlich sehr offen und klar und man brauchte gar keine Wirtschaftskenntnisse, um das verhandeln zu können. Und die Geschworenen hätten das eigentlich auch machen können. Und wenn das der Fall wäre, dann wäre ich auch freigesprochen, 100%. Nein, natürlich glaube ich daran nicht. Ein bisschen Statistik. Ab diesem Jahr hat Putin erlaubt, die geschworenen Gerichte etwas mehr und breiter zu verwenden. Aber sie bestehen nicht aus 12, sondern aus 6 Personen aus einem unbekannten Grund. Und diese vereinfachten geschworenen Gerichte haben plötzlich angefangen, ganz viele Menschen freizusprechen. Und 2/3 wurden jetzt in der Berufung widerlegt. Und ich glaube, in der Kassation wird das auch weiter so laufen. Was die Zahlen anbelangt, es gibt so eine Kennzahl, pro 10.000 Personen wird es ausgerechnet, eingeschlossen kleine Kinder und ältere Menschen. In Deutschland sind das also 75 Personen pro 10.000, in Russland das Vierfache. In den USA eigentlich noch mehr. Aber wissen Sie, es ist immer so, die Kriminalität in einem Land ist korreliert immer mit den Bedingungen in der Haft. Wir haben von Breivik in Norwegen immer jetzt gehört, unter welchen guten Bedingungen er dort gehalten wird. Oder skandinavische Gefängnisse, die leer sind und sehr komfortabel sind. Also reiche Länder können sich das erlauben. Und sie haben dort auch die niedrigsten Kriminalitätsraten. Dann gibt es strikte und harte Gefängnisse in den USA und in Russland. Und genauso entsprechend haben wir hohe Kriminalitätsraten. Wir wissen ganz wenig über China allerdings. Die Statistiken sind dort verschlossen. Aber wir können nur ahnen. Ja, ja, okay, das ist ein weites Feld. Aber ich meine nur, dass das Land auch sehr wichtig ist. Und das ist ein wichtiger Faktor. Da können wir nicht umhin. Aber es ist auch wahr, wir können darüber nichts sagen. Es gab noch eine wichtige Frage zur Ukraine. Das war sehr wichtig. Dort gab es eine Gerichts- und eine Gefängnisreform, die ist sehr erfolgreich verlaufen. Ich war im letzten Jahr in ukrainischen Gefängnissen und Lagern und bei Gerichten. Hier hat Europa, hier leistet Europa, Kanada und England sehr große Hilfe. Die sind auch bereit, diese Hilfe anzunehmen. Ukrainische Gefängnisse. Die praktische Strafreform hat dazu geführt, dass es nur noch ein 25% Gefängnisse gibt. Man hat durchaus normale Zustände in den Strafkolonien, aber leider schlechte Bedingungen in den Gefängnissen selbst. Dort ist es sehr schwierig, aber 60% derjenigen, die ins Gefängnis kommen, nach Gerichtsentscheid, können nach Hause gehen. Die werden nicht mal eingesperrt, aber auf Bewährung. Also die bekommen Bewährungsstrafen oder Geldstrafen, Bewährung, also Probezeiten, auch obligatorische Arbeit. Und das funktioniert.
eine Frage da hinten, die nehmen wir noch dran und dann habe ich noch eine Frage an Sie. Bitte schön. Да, у меня вопрос. Ich bin Sergej Romaschenko vom Deutschen Forum. Es geht um die Ausschüsse. Da sitzen natürlich Menschen, die verbunden sind mit dem Strafsystem. Und früher war das mal anders. Als früher noch Vertreter der Gesellschaft da gearbeitet haben, gab es ja trotzdem begrenzte Ressourcen. Und meine Frage ist an Wladimir, in welchem Ihrer Haftorte gab es Einfluss von gesellschaftlichen Organisationen? Haben die was bewirkt oder nicht? Ich habe niemanden von denen getroffen und niemand hat mir geholfen. Ich bin Gegnerin des Gesetzes über ONK. Es gibt dort Vertreter, zum Beispiel gewählte Vertreter. Es gibt Vertreter der Kammer des Parlaments. Das ist also der Ausschuss der gesellschaftlichen Beobachter. Das sind Leute, die einen Bezug haben. Und es muss aber so sein, dass es da einen Kodex gibt, dass man da entsprechende Genehmigungen bekommt und dass die auch dort rein können in die Gefängnisse. Aber das findet nicht statt. Und man muss jetzt nicht über Wahlmänner irgendwelche Leute wählen, die irgendwo dann da reingehen. Man kann doch einfach gesellschaftlich Kontrolle zulassen. Sie treten heute in der Heinrich-Böll-Stiftung auf. Wir sind gerade gestern wieder im russischen Fernsehen beschuldigt worden von einem russischsprachigen AfD-Politiker aus Köln. Das russische Fernsehen hat ja so seine Kronzeugen, sind wir beschuldigt worden, dass wir durchgehend eine antirussische Propaganda betreiben, Russland im schwärzesten Licht darstellen und Revolution in Russland befördern wollen. Sie treten auf, hier sozusagen als Teil unserer Kampagne. Berlin ist eine große russischsprachige Stadt mit vielen, vielen Zehntausenden, Hunderttausenden Menschen. Sie leben in Berlin, sind viel unterwegs. Gibt es diese Diskussion unter Ihren Mitbürgerinnen und Mitbürgern aus Russland auch? Darf man über Russland solche schlimmen Sachen wie über das Strafsystem hier verbreiten? Schadet man nicht dem eigenen Land? Wie wird das diskutiert unter denen, die Sie hier treffen? Die meisten meiner Landsleute, also es ist erstmal gut, wenn man in Deutschland lebt, wenn man aus Russland kommt. Die meisten, die hier sind, sind Patrioten und verehren Putin. Und was real in Russland passiert, das gefällt vielen nicht. Aber meiner Ansicht ist es so, dass die Böll-Stiftung keine negativen Nachrichten verbreitet. Das macht Russland selber. Und man muss die Dinge bei ihrem Namen nennen. Man kann nicht aus Schwarz-Weiß machen und Weiß aus Weiß-Schwarz. Und Russia Today verbreitet antirussische Propaganda. Man muss die Dinge so darstellen, wie sie sind. Und man muss die Wahrheit verbreiten. Und man muss sie auch hören, auch wenn es weh tut. Я думаю, что это было хорошее, подходящее заключительное слово на этот вечер. Я хочу благодарить вас обоих. Спасибо за вашу книгу. Я рекомендую всем читать эту книгу. Это хороший текст, хорошая литература. Я вспомнил Варама Шамалова. Это очень такой
хорошие тексты, хорошо переведенные, которые представляют жизнь, которую представить себе очень трудно, но это трогательно, эмоционально трогает, но показано или представлено очень человечным, индивидуальным образом. Господин Переверзин сейчас готов подписываться в некоторых книгах, он будет у входа. Спасибо переводчикам за сделанный труд. И мы вас еще приглашаем на обмен информацией, на маленькую встречу на первом этаже. Там есть печенье и напитки. Спасибо. Там можно продолжить разговор.